Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour 2011 durch Mecklenburg-Vorpommern neigt sich dem Ende entgegen. Doch zuvor trafen die besten Teams aus Stralsund, Rostock, Wismar und Schwerin aufeinander, um sich im Qualifikationsturnier einen der begehrten Plätze für das Bundesfinale im Tropical Island zu sichern. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wir haben uns unter den Teilnehmern am Landesfinale einmal umgehört. Wie gefällt es euch bis jetzt beim Turnier? Ja, ganz gut. Ja. Cool. Ist ganz cool hier. Macht Spaß, dabei zu sein. Wie findet ihr das, die ganze Sache bei uns, die Regeln, die wir hier haben mit der Fairplay-Wertung, dass man sich sozusagen mit dem Gegner abklatschen muss, dass man Foul selbst anzeigen muss? Findet ihr das gut? Ja, ich finde das gut, weil es ist halt nicht schön, wenn man einfach so vom Spielfeld geht oder auch einfach anfängt zu spielen, ohne sich irgendwie, weiß ich nicht, vorher mal abzuklatschen oder sowas. Das ist halt einfach nicht schön für sich. Und jetzt sind wir ja heute schon hier im Finale von Mecklenburg-Vorpommern. Seht ihr jetzt schon auch vom fußballerischen her einen kleinen Unterschied zur Vorrunde? Ist es schwerer heute? Ja, auf jeden Fall. Also davor war das einfach, also jetzt sind halt hier die Besten und das ist halt schwer. Sie sind als Lehrer heute hier in ihrer, an ihrem freien Wochenende sozusagen, sind Sie mit den Jungs hierher gekommen und betreuen die Jungs? Richtig, das Opfer habe ich gebracht und habe ich gerne gebracht, denn die Kids, die engagieren sich hier und da bin ich gerne bereit, ihnen denn sie zu unterstützen, so gut es geht. Die machen ja ihre Arbeit im Prinzip alleine hier auch. Wie sehen Sie als Lehrer oder auch als Pädagoge hier dieses Turnier, dieses Projekt, was wir machen, auch mit dem pädagogischen Hintergrund, diese Fairplay-Wertung? Ich glaube, ist eine gute Sache und gerade wenn so technische Fertigkeiten früh ausgeprägt werden sollen, da bietet sich so eine Turnierform dann auch an, um das alles zu festigen und ja, weiterzuentwickeln auch. Und auf lange Sicht, glaube ich, auch sollte das vielleicht noch viel bekannter werden, denn ich sag mal, die Resonanz, die wäre vielleicht dann noch größer und Konkurrenz unter den Schülern, das ist auch nicht schlecht. So, euch gefällt das auch hier beim Turnier? Ihr seid zufrieden bis jetzt mit eurem Abschneiden und wie seht ihr das mit der Fairplay-Bewertung? Ja, ist auf jeden Fall gut, ne? Bis jetzt alles gefault, ist doch super. Was will man mehr? Und die Fairplay-Wertung, wie findet ihr das, dass nicht nur die sportlich Besten, sondern auch die Fairsten weiterkommen? Naja, finde ich zwar nicht so gut, aber muss man mit leben, dass die Fairen auch was gewinnen und nicht verlieren. Naja. Ja, mir gefällt das Turnier sehr gut. Ich finde gut, dass viele Freizeitmannschaften auch dabei sind und dass das Ganze nicht so sehr auf Leistung ausgerichtet ist. Sie haben viel Spaß, die Kinder. Sie spielen auch das erste Mal so ein Turnier. Also ich bin sehr begeistert. Inwiefern sehen Sie denn so den Aspekt, dass sowas auch für Vereinszugehörigkeit, Vereinszutritte auch beitragen könnte, unsere Soccer-Tour? Ja, das hebt zumindest erstmal eine Schwelle nach unten. Bei den Vereinen finde ich es eben halt schwierig, dass immer der Leistungsgedanke im Vordergrund steht und viele dann nicht mitspielen können. Und hier haben die Jungs Spaß und machen vielleicht auch weiter. Sehen Sie schon Fortschritte auch bei den kleineren Jungs, dass die sich auch die Fairplay-Regeln hier annehmen? Ja, das würde ich schon sagen. Also wir haben ja auch vorher drüber gesprochen und das ist eben ja auch ein wichtiger Gedanke, dass man nicht nur denkt, man muss unbedingt gewinnen, sondern dass man auf den Gegner achtet und sich nicht verletzt. Ja, also mein Eindruck ist sehr gut hier. Also ich finde es hier auch toll und es macht mir sehr viel Spaß, hier mitzuspielen. Und ja, der Ansporn ist ja auch sehr groß, weil hier was zu gewinnen ist. Was ja hier bei der Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour über allen Regeln steht, ist ja die Fairplay-Regel. Inwiefern findest du das gut, dass wir solche Fairplay-Regeln hier mit reinbringen? Ja, ich finde es ja sehr gut, weil hier auch kleinere teilnehmen und es ist ja halt gut, wenn sie halt mit Fußball anfangen und man lernt auch viel damit. Also ich finde es halt gut. Und diese Teams sind die glücklichen Gewinner, welche am 3. Juli beim großen Bundesfinale im Tropical Island um den Titel des deutschen Streetsoccermeisters 2011 kämpfen dürfen. Wir sagen auf Wiedersehen, Mecklenburg-Vorpommern, und bedanken uns bei unseren neuen Freunden für eine tolle Zeit. Unser nächster Tourstopp ist beim Tag des Mädchenfußballs in Erfurt. Alle weiteren Termine erfahrt ihr unter www.fairplaysoccertour.de.